Gegenstände wieder gefunden und ich weiß nicht, wie wichtig die sind, aber ich nehme die einfach mal mit. Oh. Ach komm, Junge. Wie geht's ihm denn mittlerweile? Den lieben Harry geht's noch super. Was haben wir da eigentlich gerade gefunden? Ich bin ja mal so neugierig. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall ganz viele Sachen gefunden, die uns wahrscheinlich wieder alle helfen werden. Und wir verstehen es trotzdem nicht. So. Die Tür ist kaputt. Die Tür auch. Ist hier noch eine Tür irgendwo? Nein. Dann gucken wir die dahinter nochmal, ob die Tür geht. Sonst müssen wir mit dem Fahrstuhl wieder zurückfahren. Oh, die geht. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Okay, wo auch immer wir sind, wir wollen wieder zurück. Weil ich langsam den Faden verliere. Da hinten laufen noch zwei. Okay. Okay. Na, kommt her. Ey, 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 ey. Festplatte. Problem beseitigt. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch auf den rumtrampeln. Na los. Oh. Es tut mir leid, dass ich euch so qualvoll töten muss. Was soll ich machen? Oh. Okay. Ich scheine das in Ordnung zu sein. Da. Das ist doch... A steel plate, a screw to the wall. Ja. Die kennen wir doch schon. Können wir die da rausnehmen? Ja, ich habe richtig geraten. Weil die kennen wir doch schon, die Platte. Das, die habe ich ja schon beim ersten Mal feststellen. Was ist denn das? Tut mir leid, die schenken mir gerade was ein. Deshalb muss ich das mal über mich ertragen, dieses komische Geräusch. So, das nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Okay. Okay, das scheint, wir scheinen das Ding da nicht rauszukriegen. Was ich jetzt schon ein bisschen komisch finde. Dazu müssen wir, glaube ich, den Strom irgendwie abstellen, aber... Joa, mal gucken. Okay, das merken wir uns jetzt einfach mal, obwohl die Idee dahinter ja wirklich gut war. Puh, das ist nicht so ganz verstanden. Okay, das sind alles Räume, die habe ich ja schon alle getestet. Habe ich den Raum? Oh, da komme ich noch rein. Okay, das scheint Sachen so zu sein, die mir vielleicht helfen werden. Ja, natürlich, erstmal wieder Munition. Das 30 Schuss muss nett sein. Das ist super. Und da liegt so ein kleines... erstmal gucken, ist hier irgendwas? Bücher? Nix, was ihm hilft. Und nicht mal, er sagt mir noch nicht mal, dass ihm das nichts hilft. Hier liegt noch ein kleines Kästchen. Kamera? What the hell? Warum finde ich hier eine Kamera? Was ist da denn? Liegt da noch was? Oder ist das einfach nur ein pixeliges Grafikdingens?
Warum habe ich eine Kamera gefunden? Kann mir das mal jemand sagen? Für Flashlight. Okay, es muss ja irgendwie mir helfen, weil da Licht drauf ist. Aber frag mich jetzt nicht, wofür. Ich erinnere mich auch nicht dran, dass es... Nee, so still nicht. Ich bin total ratlos. Okay, gehen wir mal wieder raus. Ach, Mist. Da erinnere ich mich ja dran. Hier waren wir ja auch noch. Hier war, glaube ich, alles verschlossen, ne? Okay. Oh, da muss man echt... Also das ist das Problem beim Let's Play. Wenn ich jetzt selber spielen würde, dann würde ich mich daran erinnern, wo was war. Ah, hier habe ich die Sachen gefunden. Hier war nichts mehr. Aber ich selber habe jetzt... eben überhaupt keine Peilung mehr, wo ich hin muss. Und überhaupt... Ich laufe jetzt erstmal wieder zurück. Ich überlege die ganze Zeit, wofür könnte ich eine Kamera benutzen? Kann ich hier noch ins andere Stockwerk fahren oder so? Ich fahre mal ins dritte Stockwerk, mal gucken, was da passiert. Wieder weg. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt hingekommen? Ja, es sieht nicht nur wie ein Altar aus, es ist ein Altar. Los, zerstör ihn. Natürlich, greift alles durch. Und was ist das hier jetzt für ein Zeug? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Okay. Was ist das? Kann ich hier jetzt irgendwo meine Kamera benutzen? Ja. Okay. Probieren wir es doch einfach mal. Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Wir haben ja eh nichts zu verlieren. So, und hier so. Pfeil. Das hat sogar geklappt. Das fand ich jetzt irgendwie merkwürdig, dass das sofort geklappt hat. Alter, hier ist nicht ein Schlüssel. Ja, Vogelkäfig-Schlüssel. Das ist schon mal super, wenn ich jetzt wüsste, wo der Vogelkäfig war. Okay, dann versuchen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Dazu müssen wir wahrscheinlich das fotografieren. Schönes Bild. Take a photo. Gucken wir uns das Bild auch mal an. Also ein Kasten, ein Plus und ein Dreieck nach unten mit der Spitze. Super. Dann versuchen wir das einfach mal hier drüben auf. Gut.
ein Kasten. Ein Dreieck mit einer unten der Spitze. Unten. Plus. So, mal gucken, was hier drin ist. Da sehe ich schon mal ein Tonikum, das nehmen wir mit. Und ein Buch? Ist hier irgendwas Sinnvolles in diesem Raum? Da ist auch ein Buch. Ein Tonikum und ein Buch? Dafür jetzt die ganze Mühe? Die wollen mich doch veralbern, oder? So. Okay, war nur ein Tonikum in diesem Raum drin? Also etwas, was... Oh! Okay, hier scheint aber nichts zu nehmen. Weiße Claudia. Perennial help found near water. Which high of sin in. Okay, das scheint was über eine Pflanze zu sein. Interessant. Falls wir das mal, falls wir eine Pflanze sehen, dann wissen wir, dass sie weiß, weil Claudia heißt. Was total merkwürdig mal wieder ist. Okay, ich will einfach hier weg. So, wir haben jetzt aber Gott sei Dank dafür den Käfig. So, da wir in den zweiten Stock waren und müssen wir jetzt in den ersten wahrscheinlich. Wir versuchen es einfach mal. Der müsste... Wo war denn das scheiß Vogelkäfig? Der war doch da hinten. Hier war der Opium-Raum und hier war der Vogelkäfig, glaube ich, drin. Nein, natürlich nicht. Das war die Glock. War da der Vogelkäfig drin? Nee, da war der Vogelkäfig drin. Da muss das hier gewesen sein. Genau, hier ist der Vogelkäfig. Wir hören auf der Vogelfutter. Okay, jetzt haben wir diesen Schlüssel auf Fallack. Das heißt, wir kommen jetzt durch die Fallack-Tür. Das finde ich mal ganz interessant. Wo ist denn die Fallack-Tür jetzt? Hier, das müsste die hier sein, ne? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Was? Wieso hat mich dieses komische Schwein... Das hat mich doch noch nie angegriffen. So, hier spielen wir gleich oder nachher weiter. Ich möchte jetzt erstmal eine Kleinigkeit happern. Wir sehen uns dann wieder. Ciao, Leute.